Was ich im Dezember mit meinen Stockclips verdient habe, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal mit dem Stock Report für den Dezember. Im Dezember habe ich leider nicht ganz so viel verdient. Es waren dieses Mal nur 164,30 Dollar. Ich versuche mir das Ganze ein bisschen dadurch zu erklären, dass eben im Dezember so viele Feiertage sind, so viele Medienfirmen einfach frei haben und deswegen natürlich auch weniger Stockclips benutzt werden. Naja, für mich ist es natürlich schade, denn ich will natürlich so viele Stockclips verkaufen wie nur möglich. Aber wenn, wie gesagt, nur die Hälfte der Medienfirmen wirklich arbeiten, dann kann man da auch nicht so viel erwarten. Dennoch gab es natürlich auch wieder einige positive Sachen im Dezember. Zum Beispiel hatte ich meinen schnellst verkauften Clip, eine Timelapse vom High Tatras Gebirge. Und das war der schnellst verkaufte Clip, den ich hatte vom Upload bis hin eben zum Verkauf. Das hat nämlich nicht mal 2 Wochen gedauert, dann hatte sich der schon verkauft. Also richtig cool, sowas zu sehen, war bei mir bis jetzt noch nie so, denn die meisten Clips bei mir haben eigentlich erstmal so, ja, ich sag mal mindestens 3 bis 4 Monate gebraucht, bis die erstmal verkauft wurden. Und da sind 2 Wochen natürlich richtig, richtig schnell. Wenn man sich den Clip anschaut, dann sieht man natürlich ganz schnell vorbeiziehende Wolken. Das ist wahrscheinlich auch das, was den Clip eben so besonders gemacht hat und das natürlich dann auch den Kauf von dem Clip rechtfertigt in gewisser Weise, denn technisch gesehen ist der Clip jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, denn der Shutter Speed war viel zu hoch. Das heißt, wir haben keine smoothe Bewegungen in der Timelapse, sondern man sieht teilweise wie fast so früher vom Fernsehen Artefakte, aber das sind eigentlich keine Artefakte, sondern einfach nur vorbeifliegende Vögel. Aber das eben, wie gesagt, technisch nicht ganz so gut war, diese Timelapse, wurde das eben nicht beachtet und das kann man leider auch in der Post-Production nicht sinnvoll fixen. Außer man nimmt natürlich jedes Bild und bearbeitet es in Photoshop. Bisschen viel Aufwand, deswegen habe ich das sicher nicht gemacht. Aber trotzdem, wegen dem Subjekt eben von dem Gebirge und der schönen Abendstimmung hat sich das eben auch super verkauft. Aber wie bei jedem Stock Report habe ich nicht nur einen Clip für euch mitgenommen, sondern natürlich auch einen zweiten. Und dieses Mal hat sich noch ein zweiter Clip von mir verkauft, der mich richtig, richtig gefreut hat. Denn es war einfach nur ein Palmenshot. Und solche Palmenshots, beziehungsweise generell so die klassische B-Roll, die halt bei irgendwelchen Projekten anfällt, die freut mich wahnsinnig immer, wenn ich die verkaufe, denn das ist halt so Sachen, wo man nicht mit dem größten Ziel für Stock sozusagen hochlädt, sondern wo man sich denkt so, hey, wenn sich der verkauft, das wäre ganz cool. Und in diesem Fall war das der Fall sozusagen, denn es ist wirklich einfach nur ein ganz billiger Shot in Anführungszeichen, handheld, komplett verwackelt, von schönen Palmen mit schönem Sonnenuntergang. Also von daher, jede B-Roll kann sich verkaufen, immer mitschießen, wobei die fällt ja sowieso an bei Projekten, aber eben auch dran denken, dass man die auch gut bei Blackbox hochladen kann und vielleicht verkauft sich ja der ein oder andere Clip von denen dann und dann ist es natürlich noch mal eine Sache, die einen besonders freut. Für nächsten Monat kann man natürlich nur hoffen, dass sich wieder mehr verkauft, aber ich bin sehr zuversichtlich, denn vor allem im Januar und auch im Februar ist dann die Saison sozusagen, wo die ganzen Agenturen, also Reiseagenturen etc. wieder ihre Promotion-Videos für den Sommer machen. Und da habe ich viele Hoffnungen sozusagen, dass sich meine Sommer-Footage gut verkauft. Schauen wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder zum Stock Report. Bis dahin macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!